Vorbeischlängeln an Baustellen, unübersichtliche Wege und alkoholisierte Fans. 20 sogenannte Fahrgastlenker werden im Münchner Hauptbahnhof speziell für die EM ausgebildet. Jule Notdurft ist eine von ihnen. Sie liebt Kundenkontakt, die Herausforderung und natürlich auch Züge. Ich bin jetzt jeden Tag mit einem Einführer zusammen, der zeigt mir so ein bisschen mit den Tickets oder generell, wie ich mit Leuten umgehen soll. Es kommen natürlich auch Leute auf mich schon zu und damit ich schon ein bisschen lerne, bevor dann der große Ansturm kommt sozusagen und man dann auch gut alleine arbeiten kann, ohne ständig irgendwelche Fragen zu haben. Seit Jahren ist der Münchner Hauptbahnhof mehr Baustelle als Bahnhof. Dass die Arbeiten bis zur EM-Eröffnung am 14. Juni nicht fertig sein werden, das steht fest. Kann Münchens Hauptverkehrspunkt dem nahenden Besucherandrang überhaupt standhalten? Sieht zwar noch nicht so aus, aber natürlich sind wir im Hintergrund mit allen Fachbereichen dran, dass dann zum 12.06. wirklich hier alles frei ist von den Baufeldern her. Der Reisende wirklich auch ganz schnell erkennt, wo er wie hinkommt, ob Olympiastadion oder Olympiapark in die Fanzone. An den Spieltagen sollen zusätzliche Züge und S-Bahnen helfen, das hohe Fahrgastaufkommen zu bewältigen. Doch am Münchner Hauptbahnhof stehen die Gäste vor gleich mehreren Hürden. Extra zur EM werden wir unsere Wegeleitung verstärken am Bahnhof, auch nochmal speziell, damit die Reisenden auch wissen, wo geht es zum Stadion, wo komme ich zum Public Viewing. Wir haben natürlich auch nochmal eine Verstärkung eben durch die Personale. Wir haben also die Reisendenker, die wir zusätzlich hier am Bahnhof haben, die vor Ort sind, die sich dann um die Reisenden kümmern. Und auch Volunteers von der UEFA bzw. von der Host City, die uns hier nochmal verstärken. Eine gute Nachricht gibt es zumindest. Laut Bauplan soll der Hauptbahnhof im Jahr 2037 so aussehen.